In dem kleinen Rottenburger Stadtteil Heilfingen am Rande des Schwarzwaldes gibt es eine ebenso kleine Grundschule. Rund 70 Mädchen und Jungen drücken hier von Montag bis Freitag die Schulbank. Und alle sind sie Energiesparmeister 2009. Wir als kleine Schule, wir haben in aller Regel wenig Chancen. Sobald größere Schulen, auch weiterführende Schulen mit vor allem älteren Kindern beteiligt sind, wird es für uns schwierig, weil wir eben natürlich auch von den Themen her nicht so wissenschaftlich arbeiten können, wie das jetzt mit älteren Schülern möglich ist. Aber wir dachten, der Versuch ist es wert, zu zeigen, dass auch Umweltarbeit mit kleinen Kindern möglich sein kann. Und deshalb haben wir es versucht. Und freuen uns natürlich, dass es so ein schöner Erfolg wurde. Und dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Das Umweltschutzengagement der Sophie-Scholl-Grundschule wird schon seit Jahren auch auf europäischer Ebene gewürdigt. Wir haben hier an der Schule nicht ein Projekt, sondern wir haben uns 2005 zum ersten Mal für das EMAS-Siegel beworben und auch qualifiziert. Und deshalb war jetzt auch kein konkretes Projekt, das wir beschreiben konnten, sondern EMAS beinhaltet eben viele Projekte und beinhaltet ein komplettes Umweltprogramm über mehrere Jahre hinweg. Und das fängt schon in den Klassen 1 und 2 an. Neben Lesen und Schreiben lernen die Kinder, wie wichtig Mülltrennung ist. Und natürlich wird das auch ganz praktisch umgesetzt. In den Klassen 3 und 4 stehen die regenerativen Energien im Fokus. Was die Kinder auch grundsätzlich tun, das ist Energie zu sparen auf allen Ebenen. Papier ist ja auch eine Form von Energie, von Rohstoffeinsparung. Dass zum Beispiel täglich kontrolliert wird, sind die Lichter aus, ja, zur großen Pause oder gerade im Winter natürlich, wenn der Schulvormittag zu Ende ist, sind die Heizkörper höchstens doch auf Stufe 3 eingestellt, dass die nicht unnötig auf 5 laufen, sind die Fenster geschlossen, all solche Dinge. Dass die Hausaufgaben ausschließlich auf umweltgerecht recyceltem Altpapier geschrieben werden, ist für alle Kinder längst eine Selbstverständlichkeit. Die ökologisch korrekten Hefte können die Kids im schuleigenen Laden kaufen. Von so viel Engagement ist die Deutsche Bahn als Pate mehr als begeistert. Sie wird die Sophie-Scholl-Grundschule zum Thema Energiesparen weiterführen, coachen und unterstützen. Und da gibt es auch schon einige Ideen. Also wir sind zunächst mal hingefahren und haben uns angeguckt, was ist in der Schule alles schon gemacht worden. Die haben schon ganz vieles gemacht, was Energieeinsparung angeht. Haben dann gesehen, bei der Beleuchtung kann man noch was machen. Wir werden dort wahrscheinlich beim Austausch der Beleuchtung auf energiesparende Beleuchtung helfen. Und dann haben wir uns den ganz großen Part Mobilität vorgenommen, wo wir natürlich eigentlich auch besonders kompetent sind. Die Kinder lernen, dass die Bahn im Vergleich zu Flugzeug und Auto das klimafreundlichste Verkehrsmittel ist. Denn bei durchschnittlicher Auslastung fallen bei einer Fahrt mit einem ICE oder IC rund 2/3 weniger CO2 an als bei einer Reise mit dem PKW und sogar 75% weniger als bei einem Flug. Wir haben mit der Schule ganz am Anfang auch darüber gesprochen, was macht eigentlich die Bahn im Bereich Klimaschutz, Energieeinsparung. Und da habe ich schon gemerkt, dass das eine ganz neue Welt ist. Die haben sich viel über Wärme, Kälte, Beleuchtung Gedanken gemacht, auch über Energieeinsparung bei Recyclingpapier. Aber Mobilität, was so ein großer Brocken ist, 20% der CO2-Emissionen gehen auf die Mobilität zurück, war bisher Fehlanzeige. Und da sind wir gerade richtig gekommen und haben eben auch unser Klimaschutzprogramm vorstellen können. Dank dieser Initiative konnten seit 1990 die CO2-Emissionen im Schienenverkehr um fast 40% reduziert werden. Bis 2020 sollen es im Vergleich zu 2006 nochmal 20% weniger sein. Und zwar konzernübergreifend, also bei allen Verkehren auf Straße und Schiene, zu Wasser und in der Luft. Teil des neuen DB Eco-Programms sind CO2-freie Reisen und Transporte im Personen- und Güterverkehr. Mit Energie ausschließlich aus regenerativen Quellen. Zurück nach Heilfingen. Als Anerkennung für die energiesparmeisterlichen Erst- bis Viertklässler spendiert die DB Anfang Juli 2009 ein besonderes Erlebnis. Einen Schulausflug nach Plochingen in die Werkstatt der S-Bahn Stuttgart. Mit an Bord natürlich Patenonkel Peter Westenberger vom Bahnumweltzentrum. Wir hoffen natürlich, dass die Kinder, vor allem die Dritt-Viertklässler hier
doch noch mal ganz konkret an einem Beispiel sehen, wie auch außerhalb der Schule Bemühungen stattfinden, eben für eine gute Luft zu sorgen, für weniger CO2-Ausstoß zu sorgen. Und das Ganze ist für Kinder einfach immer wichtig, dass sie konkret erfahren im wirklichen Leben, also diesen Lebensbezug haben und auch anschaulich sehen können, welche Bemühungen im Gange sind. Absolutes Highlight natürlich die Fahrt ganz vorne im Führerstand einer Stuttgarter S-Bahn. Den jeweils drei Kindern im Cockpit zeigt der Lokführer anschaulich, wie er durch die richtige Fahrweise möglichst viel Energie einsparen kann und so weniger CO2 in die Luft pustet. Die Heilfinger Energiesparmeister wollen alles ganz genau wissen. Von so viel Ehrgeiz zeigt sich Peter Westenberger begeistert. Also erstmal, dass eine Schule nach EMAS zertifiziert ist, ist schon eine totale Ausnahme. Das ist ja ein sehr anspruchsvolles System. Da müssen die sehr viel Bürokratie, muss man schon fast sagen, bewältigen, um zu dokumentieren, dass sie was gemacht haben. Viel wichtiger finde ich eigentlich, dass die schon seit Jahren, das heißt über mehrere Schülergenerationen mit den Schülern, das Umweltengagement vorleben. Und ich habe das auch heute Morgen gemerkt bei der Einführung, dass die Schüler sehr gut Bescheid wissen über die ganzen Themen. Unglaublich. Ich tue zum Beispiel nicht so viel Wasser laufen lassen. Also wenn ich fertig bin mit Hände waschen, mache ich den Wasserhahn auch wieder richtig zu. Zu Hause schützen wir Papier, indem wir zum Bäcker gehen und nicht diese Papiertüten vom Bäcker nehmen. Ich benutze das Papier auf beiden Seiten und kaufe auch nur umweltfreundliche Hefte mit dem blauen Umweltengel. Ich trenne halt den Müll und ich benutze die Seiten vom Papier beidseitig. Ja. Wenn ich zu Hause bin und mein Zimmer verlasse, oder ja, dann mache ich immer das Licht aus. Ich benutze es auch nicht. Zum Beispiel Patronen. Ich benutze Konverter, weil die sind besser für die Umwelt, weil die kann man mehrmals verwenden. Werner Faulhaber, der technische Leiter der S-Bahn Stuttgart, präsentiert seine Werkstatt. Hier werden die Züge repariert, gewartet und geputzt. Mehr als 340.000 Fahrgäste nutzen täglich die umweltfreundlichen Bahnen in Großraum Stuttgart. Viele neue Infos für die Kids. In Autos kommen CO2 raus und das ist ja auch sehr giftig und das ist ja auch nicht gut für die Umwelt. Und deswegen habe ich auch gelernt, dass man eher mit solchen Fahrzeugen fahren soll, weil bei Zügen auch mehr Leute reinsitzen können. Ich fand den Tag gut und da habe ich gelernt, dass die Bahnen, die neuer sind, dass die weniger Energie brauchen als die, wo älter sind. Dass die Deutsche Bahn kein Benzin benutzt, die benutzen ja damit Strom. Und es ist auch umweltfreundlicher anstatt Benzin, weil Benzin verschmutzt unsere Erde. Als Dankeschön für die spannende Klassenfahrt gibt es von den Kindern ein kleines Ständchen. Und dann geht es für die Kinder der Sophie-Scholl-Grundschule auch schon wieder nach Hause. Der knallrote Bus von DB Stadtverkehr bringt die Energiesparmeister 2009 zurück ins idyllische Heilfingen.